Die Entstehung der Metropolregionen ist ein wichtiges Thema der Forschung seit 50 Jahren, sozusagen als lokales Pendant der Globalisierung. Natürlich müssen diese Fragen untersucht werden, denn für uns Bürger, Akteure des öffentlichen Handelns oder auch der Privatwirtschaft müssen diese Fragen verstanden werden, denn die Metropolentwicklung wirkt sich ja einschneidend auf unser Handeln aus. Die Welt hat sich sehr stark verändert, ohne dass man versteht, was dahinter sich verbirgt. Und dieser Begriff ist inzwischen beinahe überstrapaziert. Also es besteht Erklärungsbedarf. Deshalb hat die ADEUS beschlossen, zwei Vortragsreihen zu initiieren. Die eine zum Gegenstand der Mobilität. Da haben wir schon Olivier Mongin und Jean-Pierre Orfeuille gehört. Und am 19. November wird Ludovic Albert zu uns sprechen. Und zwar zu einem Thema, mit dem wir hier im Elsass uns stark auseinandergesetzt haben, und zwar Mobilität in Verschränkung mit Wirtschaft. Und er wird über die Weiterentwicklung der produktiven Systeme vor dem Hintergrund der Globalisierung sprechen und die Auswirkungen auf wirtschaftsbezogene Mobilitätsformen. Das ist also unsere erste Vortragsreihe. Im Mittelpunkt der zweiten stehen die Lebensformen. Wir haben damit im September begonnen mit Marie-Christine Jaillet. Sie hat aus einer doppelten Perspektive, also als Forscherin und als Vorsitzende des Entwicklungsbeirates des Großraums Toulouse gesprochen, und sie hat uns etwas sehr Wichtiges gesagt. Sie hat uns zunächst erstmal bestätigt, dass ein Trend zur Hyperindividuation besteht und uns eine Reihe von Schlüsseln an die Hand gegeben, um das zu interpretieren, wie sich dieser Trend auf das Zugehörigkeitsgefühl auswirkt. Und ich fand es interessant, wie sie als Vorsitzende dieses Entwicklungsbeirates gesagt hat. Sie hat dafür plädiert, dass die Schicksalsgemeinschaft der Bewohner von Metropolregionen offen erörtert werden muss, damit eben auch in diesem Maßstab der Metropolregion die Interessen anderer berücksichtigt werden können und solidare Beziehungen aufrechterhalten werden können. Warum diese beiden Vortragsreihen zur Mobilität und Lebensformen vor dem Hintergrund der Metropolentwicklung? Das ist zum einen etwas sehr Alltägliches für uns geworden. Wir haben ständig mit Mobilität, mit Fragen des Wohnens zu tun, Raumentwicklung, Lebensformen insgesamt. Wenn man aber diese Fragen insgesamt betrachtet, ist es oft schwer, sich zurechtzufinden. Und deshalb brauchen wir etwas Struktur, um besser zu verstehen. Und deshalb haben wir diese beiden Themen herausgefischt, sozusagen. Mobilität und Lebensformen. Wir setzen diesen zweiten Zyklus heute fort mit Stéphanie Vincent-Gesselin, also der Zyklus Lebensformen. Vielen Dank, Frau Gesselin, dass Sie heute da sind. Ihr Thema ist an der Schnittstelle von Lebensweise und Mobilität. Wir wissen, wie sehr unsere Gesellschaft die Menschen zu vielfachen Aktivitäten veranlasst und zum anderen Mobilität auch als Wert an sich definiert und wie davon ausgehend die verschiedenen Möglichkeiten der Mobilitätsgestaltung wichtig,
ein wichtiges Charakteristikum bei der Beschreibung unseres Lebensstils sind. Wir kennen auch die Kraft der individuellen Mobilität bei der Neuordnung der Gebiete und die Rolle von Mobilität als Stellschraube sozusagen bei wirtschaftlichen Schwankungen. Die Bürger bewegen sich, um sich anzupassen oder auch vielleicht nicht. Man kann sich die Frage stellen, ob in einer hypermobilen Gesellschaft die Verankerung auch eine Form von Widerstand sein kann, freiwillig oder unfreiwillig. Stéphanie Geslin wird uns zeigen, wie massive Mobilität und Metropolregion zusammenwirken. Sie sind Forschungsbeauftragte am Institut für Wirtschaft und Verkehr in Vaux-en-Velin. Und sie sind assoziierte Forscherin am Institut für Stadtsoziologie in Lausanne. Dort arbeiten sie mit Vincent Kaufmann zusammen. Sie gehen auch wieder im Januar dorthin an das Institut in Lausanne und werden auch dort unterrichten. Und Sie haben eine Abhandlung veröffentlicht, Tranche mobile de vie, de vie mobile, Impression aus dem mobilen Leben. Also das ist eine soziologische Studie. Wir haben gerade drüber gesprochen, diese Abhandlung in Form eines Comics veröffentlicht, also sehr zugänglich, obwohl es um sehr komplexe Fragen geht. Leider ist das Werk vergriffen schon. Aber wenn Sie eins bekommen, werden Sie sehen, wie anschaulich das dort erörtert ist. Wirklich mit der Form des Comics ist es sehr schön gemacht. Wir werden versuchen, uns daran zu inspirieren. Es ist also eine Untersuchung in 6 Ländern zwischen 2006 und 2011, in der sie Menschen befragt haben, die in ihrem Alltag sehr mobil sind. Welche Auswirkungen hat diese starke Mobilität und was sagt sie eben auch über ihre sozialen Lebenssituationen aus? Und was macht Gebiete attraktiv für die Menschen in puncto Wirtschaft, Wohnen, Kultur und so weiter? Wir haben Sie auch schon zu diesem Thema gehört beim Studientag der ADEUS. Da ging es um Standortfaktoren und da haben Sie diesen Aspekt bereits im Juni 2011 erörtert. Ich freue mich, dass ich Ihnen die Forschungsergebnisse heute vorstellen kann und über diese sehr spannenden Fragen der Mobilität sprechen kann vor dem Hintergrund der Metropolregionbildung. Da gibt es ja sehr viele Wechselwirkungen. Anne Pons, vielen Dank für diese schöne Einführung. Ich möchte heute Abend ausgehen von der Feststellung, dass es immer mehr Menschen gibt, die in ihrem Leben sehr stark mobil sind. Also starke Mobilität, einmal im beruflichen Kontext. Und eingangs spielen da die Lebensformen eine wichtige Rolle, wichtiger als das Gebiet, in dem man wohnt. Aber es gibt da natürlich auch viele Zusammenhänge. Und ich möchte Ihnen heute Abend das Ganze auf etwas spielerische Art und Weise vorstellen. Ich habe nämlich einige Auszüge aus diesem erwähnten Comic in meinen Vortrag eingebaut. Das ist in der Tat ein recht unkonventionelles Format. So stellt man normalerweise Forschungsergebnisse nicht vor. In Form eines Comics, das besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist sozusagen die Veranschaulichung von 6 verschiedenen Formen des mobilen Lebens, die sehr typisch sind für starke Mobilität. Im zweiten Teil gibt es eine wissenschaftliche Auswertung mit verschiedenen Interpretationen. Denn da lassen sich einige Dinge ableiten, die wir auch in Form von Zeichnungen verpackt haben. Und den Abschluss bildet eine Art politisches Manifest für
das für eine bessere Berücksichtigung dieser starken Mobilität plädiert. Ich möchte Jean Le Veugle erstmal danken. Er hat das Werk illustriert. Ich habe mit Herrn Kaufmann und Herrn Ravalès zusammengearbeitet. Also wir waren vier bei diesem Werk. Wenn Ihnen also die Zeichnungen gefallen, dann, wenn Ihnen die Zeichnung gefallen, müssen Sie ihm danken und nicht mir. Nee, ich kann nämlich gar nicht zeichnen. Ja, das wollte ich eingangs sagen. Mein Vortrag ist ganz einfach aufgebaut. Drei Fragen. Die erste Frage: Was ist starke Mobilität? Was versteht man darunter? Zweite Frage: Wer sind diese stark mobilen Menschen? Was sind ihre Merkmale? Und dritte Frage: Wie kann man diese großen Mobilitätsformen, starken Mobilitätsformen erklären? Woraus erklären sie sich? Ausgangspunkt ist eine große Umfrage, die in der Tat in mehreren europäischen Ländern geführt wurde, eine statistische Erhebung von der EU finanziert in 2007 in vier Ländern: Deutschland, Spanien, Frankreich, Schweiz, Belgien und Polen. Und 2012 haben die Forscherteams aus Deutschland, Spanien, Frankreich und der Schweiz eine zweite Erhebung durchgeführt. Und daraus sind dann Paneldaten erstellt worden. Das heißt also, dass 5 Jahre nach der ersten Umfrage noch einmal die gleichen Personen befragt werden. Also dadurch hat man einen guten Überblick auch über die Weiterentwicklung von der Lebenssituation dieser Menschen. Also das sind sozusagen die quantitativen Grundlagen der Untersuchung. Und ausgehend davon wollten wir natürlich die statistischen Daten ergänzen, weil man mit Statistiken ja nicht die Dinge versteht, die sich hinter diesen Verhaltensweisen verbergen. Wir haben also qualitativ ergänzt. Wir haben 30 stark mobile Menschen befragt anhand eines qualitativen Fragebogens in Frankreich. Das sind also Menschen gewesen, die bereits auf die quantitative Umfrage geantwortet hatten. Also da konnte man dann auch gut die Querverbindungen herstellen zwischen dieser quantitativen Umfrage 2007 und der qualitativen. Das ist natürlich methodisch sehr aufwendig, das kann man nicht ständig machen, das ist auch teuer. Aber wir haben dank dieser Methode sehr umfangreiche Daten, die sich sehr gut zur Auswertung eignen. Ich hoffe, Sie werden davon auch sich inspirieren lassen und viele Fragen stellen. Die schweizerische und französische Umfrage, also zweite Umfrage, wurde von Vimobil finanziert. Das ist ein Forum, die haben uns angespornt und haben uns auch dahingehend angespornt, dass wir die Auswertung in Form eines Comics vorlegen. Und wir waren anfangs etwas zögerlich und wir sind heute wirklich sehr froh, weil das einfach eine tolle Idee war. Gut, dann gehen wir jetzt zur ersten Frage. Was versteht man unter starker Mobilität? Zunächst einmal sind das berufsbedingte Mobilitätsformen. Also da haben wir diese Form der Mobilität untersucht, die sich aus beruflichen Gründen ergeben. Denn die Zusammenwirkung zwischen Mobilität, Arbeit und Familienleben ist sehr stark. Das wird immer wieder im Laufe meiner Präsentation auch zutage treten.
Zweitens spricht man auch von starker Mobilität, weil große Distanzen zurückgelegt werden oder weil sich diese Mobilität über einen längeren Zeitraum erstreckt. Das betrifft dann Menschen, die eine sehr enge Agenda haben. Das hängt mit der Intensivierung unseres Alltags zusammen. Das ist ja seit einigen Jahren zu beobachten. Dazu gehört natürlich auch die Mobilität. Also das ist der zeitliche Aspekt. Und dann der räumliche Aspekt bedeutet eben, dass die Menschen über große Entfernungen hin mobil sind. Aber dann eben über kurze Zeiträume. Dem steht ein entsprechendes Verkehrsangebot gegenüber, das es erst möglich macht, dass man sich in kurzer Zeit über große Strecken hin bewegen kann. Und dadurch ist eben dieses Raum-Zeit-Verhältnis wird komprimiert sozusagen in unserer heutigen Gesellschaft. Die starke Mobilität aus beruflichen Gründen kann verschiedene Formen annehmen, zum Beispiel Berufspendler. Das können auch dienstliche Reisen sein oder doppelter Wohnsitz. Wir haben Berufspendler befragt. Das betrifft also Pendelbewegungen von mindestens 2 Stunden pro Tag, mindestens 3-mal pro Woche. Also das waren die Kriterien, mindestens 3-mal pro Woche. Denn die Möglichkeit heute der Telearbeit wirkt sich natürlich auch auf das Berufspendlertum aus. Es gibt ein weiteres Kriterium ist auch die Abwesenheit vom heimischen Herd an mehr als 60 Tagen pro Jahr, auch aus beruflichen Gründen, wie ich heute Abend zum Beispiel habe eine Dienstreise nach Straßburg. Wenn ich das mehr als 60 Mal im Jahr mache, dann bin ich schon ein starker Berufspendler. Aber das betrifft natürlich auch doppelten Wohnsitz. Also Menschen, die weit von ihrem Wohnort entfernt arbeiten und deshalb eben einen zweiten Wohnsitz in der Nähe ihrer Arbeitsstelle haben. Und eine dritte Form sind Paarbeziehungen auf Distanz, die dann eben auch dazu führen, dass man ständig von einer Stadt zur anderen fährt, weil man an unterschiedlichen Orten arbeitet. Wenn man sich das Ganze mal theoretisch ansieht, haben wir das in 2 Kategorien eingeteilt. Einmal die umkehrbaren berufsbedingten Mobilitätsformen. Das heißt, man hat über relativ kurze Zeiträume hinaus Pendelbewegungen. Demgegenüber stehen unumkehrbare Mobilitätsformen, zum Beispiel Umziehen und Migration. Also da verankert man sich in einem neuen Gebiet. Man verlässt sein Ursprungsgebiet und verankert sich anderswo. Also das sind 2 unterschiedliche Ansätze. Allerdings stehen die sich jetzt auch nicht unvereinbar gegenüber, diese umkehrbaren und umkehrbaren Mobilitätsformen. Das ist eher etwas Kontinuierliches. Also mehr oder weniger umkehrbar und mehr oder weniger unumkehrbar. Wenn Menschen umziehen zum Beispiel, werden sie bestimmte Aktivitäten einfach noch an ihrem alten Wohnort verfolgen. Dann ist es einerseits unumkehrbar, aber gleichzeitig resultieren daraus umkehrbare Mobilitätsformen. Also man kann das nicht so eindeutig voneinander trennen. Das ist eher eine Form des Zirkulierens ohne feste Grenzen. Um das Ganze mal in Zahlen zu umreißen, 2001
hatten wir 16% in unserer Umfrage, 16% der Haushalte in den 4 Ländern, die als stark mobil eingeordnet werden konnten. Das ist schon recht beachtlich. Das war ja auch eines der ersten Ziele dieser Untersuchung, dass man da überhaupt einmal sich eine, dass man dieses Phänomen einmal beziffern konnte in Europa. Also 16%, das ist schon recht beachtlich. Jetzt nach Ländern aufgeschlüsselt und nach Typ von Mobilität. Hier sehen Sie die verschiedenen Prozentsätze. Zum Beispiel Frankreich ist von den 4 Ländern, Deutschland, Frankreich, Spanien und der Schweiz, das am wenigsten stark mobile Land aus berufsbedingten Gründen. In Deutschland zum Beispiel gibt es viel mehr Langzeitpendler als in Frankreich. Und auch in der Schweiz sind die sehr zahlreich. Das hat natürlich auch Gründe, was die Stadtentwicklung anbetrifft, das Transportwesen und so weiter. Das war also eine Momentaufnahme. 2011, Frankreich, 9% der Bevölkerung, der arbeitenden Bevölkerung, sind betroffen von dieser starken Mobilität berufsbedingt. Wenn man sich dann die Lebensläufe der einzelnen Menschen ansieht, die befragt wurden, stellt man fest, dass die Hälfte der Befragten irgendwann in ihrem Lebenslauf mal stark mobil waren. Diese Zahl hat uns auch verwundert, denn das waren oft nicht nur 3 Wochen. Wir haben das erst berücksichtigt, wenn die Mobilität über 6 Monate andauerte. Das heißt, die Hälfte dieser Menschen hatte irgendwann in der beruflichen Laufbahn mal so eine Phase, wo über 6 Monate, wo sie sehr stark mobil war. Damit war der Rahmen erstmal abgesteckt. Nun kann man sich die Frage stellen, wer sind diese stark mobilen Menschen? In diesem Seminar, wo es um Standortfaktoren ging, hatte ich ja diese Frage auch schon gestellt, hier bei der ADEUS. Diesmal habe ich nicht das Foto von George Clooney dabei, aber man denkt natürlich immer an bestimmte Typen in Anführungsstriche, wenn man daran denkt, dass meistens Männer, 40, weiß, die ihre Zeit auf Flughäfen oder in Bahnhöfen verbringen mit einem kleinen Rollkoffer. Also der Businessman, das ist sozusagen die Karikatur. Und George Clooney hat ja damals in einem Film gespielt, Up in the Air, wo er genau diesen Typus verkörperte. Und davon kann sich sicher keiner freimachen von diesem Klischee. Aber die Realität sieht etwas anders aus. Ein bisschen George Clooney, aber auch noch andere Charakteristika. Also, wo finden wir George Clooney wieder? Bei der Feststellung, dass es 2-mal mehr Männer als Frauen betrifft. Also Männer sind viel stärker mobil als Frauen. Und dafür gibt es auch Erklärungen, und zwar die Tatsache, Mutter zu werden. 83% der Frauen sind nicht mehr mobil, nachdem sie Mutter geworden sind, und nur 59% der Männer tun das. Das ist also wirklich sehr strukturierend, dieses Kriterium in Bezug auf die Familiengründung. Hat also nichts mit dem Beruf zu tun, sondern mit privaten Ursachen. Das zeigt natürlich, wie eng verbunden berufliche und familiäre Entwicklungen sind. Und natürlich muss man die Familie organisieren, wenn man mehr als 60 Tage im Jahr nicht zu Hause ist. Und da muss eine Familie bestimmte Entscheidungen treffen.
Und manche Frauen, die eben die Absicht haben, Mutter zu werden, setzen ihren Dienstreisen ein Ende und suchen schon im Vorfeld stabilere Positionen im Unternehmen. Wenn wir uns jetzt mal das Profil dieser stark mobilen Menschen ansehen, stellt man fest, dass es sehr unterschiedliche Profile gibt. Die haben oft gar nicht so viel gemein. Und es ist dann wirklich auch interessant, sich die Lebensläufe anzuschauen und zu analysieren, warum diese Menschen so stark mobil sind. Hier haben wir in dem Comic Martin, einer der Protagonisten, der hat das schon von Kindheit an praktiziert. Das ist also ein Typus, Menschen, die das schon im Elternhaus kennengelernt haben, weil die Eltern mobil waren. Zum Beispiel, wenn der Vater Militär ist oder Seemann, da wurde entweder viel umgezogen oder im Fall des Seemanns war der Vater oft nicht zu Hause. Und das gehört sozusagen zur persönlichen Kultur dieser Menschen. Für sie ist das normal, so mobil zu sein. Und diese Menschen haben dann die höchste Kompetenz in puncto Mobilität. Ihnen fällt es auch am leichtesten, von einem Verkehrsmittel auf das andere umzusteigen, ihre Reisen zu organisieren und das auf sehr effiziente Art und Weise zu tun. Dann gibt es einen anderen Typus, der aus beruflichen Gründen mobil wird, weil er sich für einen bestimmten Beruf entschieden hat. In unserem Comic ist das Jean, der ist Zugführer, also ein Hochgeschwindigkeitszug, TGV. Und das ist also eine ganz bewusste Entscheidung. Er hat diesen Beruf gewählt, wohl wissend, dass das ein sehr mobiler Beruf ist. Und das betrifft eben auch, wie gesagt, Militärs, auch Leute, die im Vertrieb arbeiten zum Beispiel, Lieferanten und so weiter. Also die berufliche Entscheidung für diesen oder jenen Beruf spielt da eine Rolle. Ein weiterer Typus ist der sozusagen unfreiwillig mobile aufgrund von wirtschaftlichen Zwängen. Wenn man arbeitslos geworden ist und eine neue Stelle sucht und diese Stelle dann eben erfordert, dass man weiter Entfernung zurücklegen muss oder oft fahren muss. Oder zum Beispiel jemand, der verschiedene Arbeitsstellen hat, in einem relativ großen Gebiet auch. Und diese Menschen kann man dann auch als stark mobil bezeichnen, weil sie gezwungen sind, diese verschiedenen Arbeitsstellen tagtäglich zu erreichen. Und hier im Comic ist das Thierry, der ist Musiklehrer. Also diese drei verschiedenen Profile stark mobiler Menschen zeigen, dass es unterschiedliche Kompetenzen in puncto Mobilität gibt, dass das auch unterschiedlich wahrgenommen wird, weil es für manche eben eine freie Entscheidung ist und für andere weniger. Manche sind besser darauf vorbereitet, andere weniger. Et qui se retrouvent obligés
Wenn sie zum Beispiel wirtschaftlich gezwungen sind dazu, wie zum Beispiel der Musiklehrer, der zum Beispiel irgendwo Unterricht gegeben hat, musste dann andere Arbeiten annehmen noch, weil das nicht gereicht hat finanziell. Und allmählich hatte dann 10 unterschiedliche Arbeitsplätze, ohne dass er das unbedingt planen kann. Und das ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Ein weiterer interessanter Faktor in Bezug auf die starke Mobilität ist ein Phänomen, das sehr unterschiedliche Populationen betrifft, also Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft. Und hier entfernen wir uns immer mehr vom George Clooney-Modell. Weder das Einkommensniveau noch der Berufsabschluss können erklären, warum jemand stark mobil ist oder nicht. Also das hängt nicht unbedingt mit hohem Berufsabschluss ab, mit Leuten, die viel Flieger sind und viel Geld verdienen. Das kann durchaus andere Menschen betreffen, und zwar in unterschiedlichen Formen. Also dieses Phänomen ist in sozialer Hinsicht sehr heterogen und betrifft auch räumlich gesehen sehr unterschiedliche Populationen. Zum Beispiel haben wir hier eine Repräsentation der Pendler 2007-2011 aufgeschlüsselt nach ihrem Wohnort. Also Stadtzentrum, Stadtrand und dann noch weiter außerhalb der Stadt. Man stellt fest, dass wenn man in einem städtischen Zentrum wohnt, dass dies nicht unbedingt ausreicht, um zu erklären, warum man sehr stark mobil ist. Im Jahr 2011 haben sich alle drei Wohnorte völlig angeglichen. Also alle drei bringen die gleiche Art, das gleiche Niveau von starker Mobilität hervor. Das ist auch eine interessante Schlussfolgerung, gerade im Hinblick auf die Metropolregionenbildung. Also stark betroffen sind nicht unbedingt nur die, die starken Zugang haben zur Mobilität, sondern auch die anderen, die weiter weg wohnen. Ich wollte nun zu meiner dritten Frage kommen, nämlich worauf lässt sich starke Mobilität zurückführen, neben den klassischen Faktoren Berufsabschluss, Geld, Wohnort. Wir haben gerade gesehen, dass dies nicht ausreicht, um starke Mobilität zu erklären. Auch das Geschlecht spielt allerdings eine Rolle, die Frage, ob man Eltern geworden ist oder nicht. Aber welche Entwicklung verbirgt sich hinter der starken berufsbedingten Mobilität? Ein wichtiger Faktor ist natürlich die Existenz eines Schnellverkehrsnetzes. Und darauf möchte ich ganz stark verweisen, denn ich denke, das hört man vielleicht nicht oft genug im öffentlichen Diskurs. Je stärker der schnelle Zugang zu schnellen und effizienten Verkehrsträgern gewährleistet ist, umso stärker können Menschen und Haushalte sich vorstellen, Familie und Beruf in Einklang zu bringen, auf eine Art und Weise, die nicht möglich gewesen wäre, wenn diese Schnellverkehrsnetze nicht existierten. Das ist eine ganz grundlegende Voraussetzung, gerade wenn man zum Beispiel aus beruflichen Gründen 2 Wohnsitze hat. Wenn man hin und her fahren kann, schnell und unkompliziert, spielt das eine Rolle. Also wenn man in der Woche einmal zur Arbeit fahren kann und zurück, dann bedeutet das eben, dass bestimmte Menschen sich beruflich so orientieren, dass sie Arbeitsplätze außerhalb ihres Wohnortes überhaupt erst annehmen. Das wäre ansonsten inakzeptabel gewesen, wenn diese Verkehrsnetze, die eine schnelle Mobilität gewährleisten, nicht existiert hätten. Hinzu kommt noch eine weitere Erklärung, und zwar alle nicht unbedingt vorgesehenen Auswirkungen von Schnellverkehrsnetzen. Ich denke jetzt an den TGV im Südosten und vor allem im Südwesten.
den gibt es jetzt in etwa seit 15 Jahren. Und das hat dazu geführt, dass gerade im Pariser Südwesten zum Beispiel Menschen sich viel leichter auch bewegen in Richtung Südfrankreich, Südwestfrankreich. Gerade Paris-Valence zum Beispiel dauert nur noch 2 Stunden im Hochgeschwindigkeitszug. Das kann man durchaus 2-3 Mal pro Woche machen, weil man eben auch Homeoffice machen kann, Telearbeit und dadurch neue Optionen hat in seinem Leben. Das hätte man nicht gemacht, wenn diese Schnellgeschwindigkeitslinie nicht existiert hätte. Das heißt natürlich auch, dass man viel mehr Strecken zurücklegt, dass man Entfernungen aufbaut. Also das ändert sich, das ändert das, die Lebensweise sehr stark. Das wirkt sich aus auf das Leben desjenigen, der diese Option wählt. Ein zweiter Faktor, der starke Mobilität bedingt, ist, dass sich der Arbeitsmarkt verändert hat. Die Arbeitsverhältnisse sind prekärer und flexibler geworden. Anne Pons hat daran schon erinnert in ihrer Einführung. Also das wirkt sich stark auf die Mobilität aus. Und wir sehen da auch filigran in dieser Studie, die wir durchgeführt haben, etwas, was wir beobachten konnten. In den jüngeren Kohorten, die befragt wurden, lässt sich feststellen, dass deren Leben turbulenter ist. Also sie befinden sich schneller in Situationen starker Mobilität, während die älteren Menschen davon weniger betroffen sind. Und das heißt, dass bei den jüngeren Befragten die berufliche Situation zunehmend turbulent ist, mit kurzen Arbeitsverhältnissen, wo große Mobilität gefragt ist, wo dann plötzlich alles aufhört wiederum und dann nimmt man eine andere Arbeit an und so weiter. Also es gibt immer mehr diese Arbeitnehmer, die mobil sein müssen und deren Arbeitssituation sich ständig ändert. Und das führt also auch zu stärkerer Prekarisierung. Die Menschen haben immer seltener unbefristete Arbeitsverträge. Dabei spielt natürlich auch der veränderte Arbeitsrhythmus hinein. Das ist ein dritter Faktor, die Zunahme der Heimarbeit, der Fernarbeit. Was auch eine Möglichkeit ist, zum Beispiel täglich weniger mobil zu sein, weniger herumzufahren. Und natürlich wird das öfter gelobt, weil man eben zu Hause bleiben kann, anstatt herumzufahren. Aber die Kehrseite ist, dass Telearbeit doch die Haushalte und die einzelnen Menschen veranlasst, überhaupt erst Arbeit zu akzeptieren, die wesentlich weiter entfernt ist, als sie es sonst getan hätten. Weil sie eben in der Woche 1-2 Mal die Möglichkeit haben, zu Hause zu sein oder anderswo. Und das Ganze ist überhaupt zumutbar, weil sie eben nur 2-3 Mal diese Fahrten übernehmen und nicht jeden Tag. Das heißt, insgesamt ist die zurückgelegte Strecke enorm und die Umwelt und so umweltschonend ist sie auch wiederum nicht. Also das darf man auch nicht vergessen, wenn es um die Telearbeit geht. Dies ist keine schlüsselfertige Lösung, womit alle Probleme beseitigt werden, im Gegenteil. Und das letzte Element im Zusammenhang mit der Beschäftigungssituation sind die wirtschaftlichen Spannungen. Also zwischen der ersten Befragungswelle 2007 und der zweiten 2012 lag der Beginn der Wirtschaftskrise und davon war Spanien zum Beispiel besonders betroffen. Und das hat sich auch unmittelbar auf unsere Studie ausgewirkt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich einen Faktor nennen, der sich hier ganz stark herauskristallisiert hat für Spanien zwischen beiden Befragungswellen. In Spanien hat der Wille ganz stark zugenommen, stark mobil zu werden. Wir haben gefragt, sind Sie bereit, stark mobil zu werden
in den verschiedenen Formen, die ich vorhin aufgezeigt habe. Und nach Beginn der Wirtschaftskrise hat die Zahl enorm zugenommen, also der bereitwilligen weite Entfernung zurückzulegen. Also man ist jetzt zunehmend bereit, diese Situation überhaupt hinzunehmen, wenn die Wirtschaftskonjunktur angespannt ist. Hierbei lässt sich feststellen, dass je stärker der Wohnort von der Arbeitslosigkeit betroffen ist, dass die Bereitschaft, sehr mobil zu werden, zunimmt und dabei eben auch völlig herauszugehen aus dem eigenen Territorium. Wenn die Beschäftigungslage etwas schwieriger wird, dann sagt man sich, ja, ich gucke jetzt etwas weiter bei meiner Arbeitssuche und schaue, ob das irgendwie vereinbar ist mit täglichem Pendeln. Und je mehr sich die Situation zuspitzt, umso mehr stellt man sich nun neue Arrangements vor, die einen immer weiter wegführen von seinem ursprünglichen Einzugsgebiet. Das heißt, man ist zunehmend bereit, zum Beispiel einen doppelten Wohnsitz zu haben, vielleicht sogar innerhalb einer Region den Wohnort zu wechseln oder die Region zu wechseln oder sogar in ein anderes Land zu ziehen. Das ist ganz eng gekoppelt an die Zuspitzung der Wirtschaftslage. Also ich habe jetzt den Beschäftigungsmarkt angesprochen, aber das ist nur einer von vielen Faktoren, die die Entwicklung der starken Mobilität überhaupt erklären kann. Es gibt noch eine andere Facette, und zwar die Frage der Verankerung im Wohnort. Also man versucht ja, beim Wohnort zu bleiben, also auch in der Wirtschaftskrise dort zu bleiben, denn man ist ja auch verbunden mit dem Wohnort, das kann auf unterschiedliche Art sein. Es gibt da immer eine Wechselwirkung zwischen dem Familienleben und dem persönlichen Leben und natürlich dem Wirtschafts- und dem Berufsleben. Es gibt also verschiedene Arten der Verbundenheit mit dem Wohnort. Erstens eine gewisse Ästhetik, also dass man sich sagt, ich mag einfach meine Wohnung zum Beispiel, mein Haus oder mein Dorf, mein Stadtviertel, meine Stadt, ich mag die Umgebung. Und das spielt selbstverständlich hinein bei diesem Gefühl, dass man irgendwo verankert und verortet ist. Und das veranlasst natürlich nur reversible, also umkehrbare Mobilität anzustreben. Zweiter Gesichtspunkt sind die sozialen Beziehungen, die soziale Verbundenheit, also die Verbundenheit mit der Familie, das Zusammengehörigkeitsgefühl und auch, dass beide Partner berufstätig sind. Da muss man immer wieder Kompromisse schließen zwischen einem Wohnort, einem gemeinsamen Wohnort, insbesondere wenn es sich um Familien handelt und andererseits dem Arbeitsort der beiden Partner. Also die sozialen Beziehungen, Familie, Kinder und Freunde spielen hier hinein. Und als drittes und letztes kann es auch unterschiedliche Tätigkeiten geben, Kultur zum Beispiel, dass man seinem Lebensort verbunden ist, weil bestimmte Tätigkeiten, die man dort ausübt, nicht anderswo ausüben kann. Daher versucht man eben immer wieder zurückzukehren. Also man strebt die umkehrbare Mobilität an. Ich habe vor Ort ein Beispiel gesehen, das ich sehr gerne nenne. Also jemand, der politisch sehr engagiert ist in einer örtlichen Partei in seinem Wohnort. Das ist jemand, der arbeitet 150 Kilometer weiter weg und er sagte ganz klar, also ich ziehe auf keinen Fall um, nächstes Jahr wird gewählt und ich werde natürlich nicht gewählt, wenn ich wegziehe, da kennt mich ja niemand, also in der Nähe der Arbeit. Das ist also ein ganz starker Grund der Verbundenheit und motiviert natürlich nicht gerade zum endgültigen Umzug. Ich komme jetzt zu meinem Fazit.
Ich habe das mal alles komprimiert und ich hätte eigentlich jetzt eher Lust, bestimmte Themen anzusprechen und zur Diskussion zu stellen. Ich möchte die Frage der großen und starken Mobilität im Zusammenhang mit dem Berufsleben nicht abschließen. Starke Mobilität ist, wie ich sagte, sozial und räumlich gesehen ein heterogenes Phänomen. Und ich denke, das wird zunehmend zur Norm. Oder ich möchte das als Frage in den Raum stellen. Also 10% mehr hatten wir bei den Befragten im Jahr 2012, die meinen, dass starke berufsbedingte Mobilität für sie normal ist. Es ist also eine Zunahme von 10% gegenüber 2007. Damals waren es 40% und jetzt inzwischen 54%. Also im Jahr 2012. Das ist also eine Frage. Wird das inzwischen normal? Die veränderten Arbeitsformen und Arbeitsbedingungen sind einer der Faktoren, der starke Mobilität bedingt. Also Prekarisierung, Flexibilität, Telearbeit, aber jeweils nur teilweise verantwortlich, denn diese Faktoren sind immer wieder in Wechselwirkung mit der Aktivität, mit den Tätigkeiten der Befragten. Und eine Hypothese, die ich auch gern zur Diskussion stellen möchte, ist, dass neben der zunehmenden Notwendigkeit, beruflich mobil zu sein, dass angesichts dieser Notwendigkeit die Menschen und die Haushalte zunehmend versuchen heute, das, was sie noch kontrollieren können, nämlich ihren Lebensraum zu bewahren. Und ihnen ist also zunehmend wichtig, sozial weiter eingebunden zu sein und in ihrem Wohnviertel eingebunden zu sein, während sie im Beruflichen zunehmend mobil und flexibel sein müssen. Also das möchte ich auch gerne zur Debatte stellen. Unsere Regionen und Gebiete stehen im Wandel. Denn selbst wenn man in einem Stadtviertel wohnt, das zentral gelegen ist, ist man nicht der Einzige, der zunehmend mobil wird. Also nicht nur, wenn man gute Verkehrsbedingungen hat und Anbindung, sondern auch die Menschen aus den Randgebieten werden zunehmend mobil. Was heißt das in puncto Delokalisierung und Konsumverhalten? Wo konsumiert man? In der Nähe des Wohnortes, in der Nähe des Arbeitsortes? Konsumiert man im Ort der Mobilität? Also das ist auch eine interessante Debatte. Und zum Abschluss würde ich gerne nochmal die Themen nennen, die heute große aktuelle Themen sind, aber auch morgen noch, nämlich die Frage des ökologischen Fußabdrucks, des Umweltschutzes, der Auswirkungen dieser starken Mobilität. Denn je mehr man hin und her fährt, umso mehr trägt man zur Umweltverschmutzung bei. Also der beste Transport ist nicht unbedingt der im öffentlichen Verkehr stattfindet, sondern der gar nicht stattfindet. Denn wenn man sich nicht bewegt, nicht hin und her fährt, dann verschmutzt man gar nicht. Wie ist das mit der Situation morgen in Einklang zu bringen? Also die Unternehmen sind die delokalisiert werden, das sind ja auch Unternehmen, wo konsumiert wird. Und ein weiterer Aspekt sind ja die finanziellen und die menschlichen Kosten. Finanzkosten, da kann sich jeder etwas vorstellen. Aber ich denke auch an die personellen, an die menschlichen Kosten, nämlich Menschen, denen es nicht unbedingt immer gelingt, diesen großen Spagat zu praktizieren zwischen Hypermobilität im Beruf und dem Familienleben. Das alles wirkt sich aus auf die Familie, auch auf die Gesundheit und insbesondere die seelische Gesundheit. Ich denke ja an Burnout-Erscheinungen. Die Erhebung hat es auch gezeigt. Also ich habe die Erhebung geführt und mir ist es mehrfach passiert, dass ich Menschen befragt habe, die krankgeschrieben waren wegen Burnout, weil sie es einfach nicht mehr geschafft haben, alles in Einklang zu bringen, diese komplizierte Gleichung zwischen den verschiedenen Lebenssphären. Also hier geht es auch um ein Problem der Volksgesundheit.